Tragisch. Deutsche Skihoffnung, 17, stirbt nach Sturz. Trauer in ganz Kanada und Deutschland. Am Dienstag war der 17-jährige Skifahrer beim Training in den Bergen von Kanada verunglückt. Nach einer Nacht im Krankenhaus bestätigt jetzt sein Skiverband Alpine Kanada, der Jungster des bayerischen SC Partenkirchen erlag seinen Verletzungen. Wie der Pressesprecher des Deutschen Skiverbands, DSV, berichtete, war der Sportstar beim Training vor dem Norham Cup im kanadischen Lac-Aloise schwer gestürzt und in ein Fangnetz gerutscht. Max ist mit seinen Ski in einem so unglücklichen Winkel in das Sicherheitsnetz gestürzt, dass er es mit den Kanten zerschnitten hat. Normal hält so ein Netz bei einem Sturz eine Wucht von bis zu 2 Tonnen auf, erklärt DSV-Chef Wolfgang Meyer im Interview mit der Bild. Der Aufprall war so heftig, dass er sofort ins nächstgelegene Foothills Hospital von Calgary geflogen werden musste. Nach einer Nacht dann die traurige Gewissheit, die deutsche Skihoffnung ist von uns gegangen. Das ist so tragisch, mir fehlen die Worte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, lässt der kanadische Skitrainer Gardner seiner Trauer auf Twitter freien Lauf. Erst vor einem Jahr war der Teenager in den internationalen Skisport eingestiegen. Unfall ist nicht das erste Skiunglück dieser Art. Mitte November war auch der Franzose 35, nach einem Sturz beim Training ums Leben gekommen. Im kanadischen Skigebiet Nakisa war er schwer gestürzt und letztendlich kosteten die schweren Verletzungen auch sein Leben.